Yo, yo, wieder ein kleines Info-Ding hier zu Beginn des Videos. Und zwar, sieht's gut aus, Passi? Ja. Und zwar werdet ihr jetzt gleich ein Video sehen, wie wir unser Wohnzimmer einrichten. Und ich kann das Video irgendwie selber nicht einschätzen. Ich glaube schon, es ist cool, es ist witzig so. Wir haben halt einfach die Kamera so ein bisschen mitlaufen lassen. Schreibt einfach mal echt gerne in die Kommentare, ob ihr sowas cool findet, ob ihr den Vibe fühlt in der Hinsicht. Genau, also guckt das Video einfach mit so einem Auge von so, ist das nice? Und dann kommentiert gerne einfach. Und es gibt eine ganz wichtige Frage, Entscheidung bezüglich dieses Kanals in dem Video. Deswegen bleibt wachsam und kommentiert da wirklich auch unbedingt eure Meinung. Das würde mich interessieren. Ja, passiert, aber ich sage, starten wir das Video, oder? Ja. Perfekt, okay. Viel Spaß euch. Ach ja, und abonnieren. Das haben immer noch 45% von den Leuten, die die Videos gucken, haben noch nicht abonniert. So geht's nicht. Deswegen gerne abonnieren. Okay, jetzt viel Spaß. Simon Will, Freunde! Okay, wir haben Marius hier. Hello. Wir haben den Hassi dort. Und ultimativer Special Guest, mein Obermeister! Alter, wie lange warst du bitte nicht mehr auf. Ja, gut, auf diesem Kanal warst du noch nie. Heftige Stimmung haben wir am Start. Wir bauen jetzt das Wohnzimmer auf. Richtig. Yeah. Und da dachten wir, das ist so ein Moment, den müssen wir mitnehmen. Und du hast mir versprochen, dass es wieder witzig wird, wenn wir das so machen. Beziehungsweise du auch. Nein, du hast es gesagt. Ja, ich kann halt gar nichts. Er kann halt gar nichts. Weil er gar nichts kann, soll das jetzt anscheinend ein unterhaltsames Video werden. Auch noch witzige Faktoren, die es irgendwie lustig beeinflussen könnten, ist die Nacht, die wir letzte Nacht hatten. Hallo, was haben wir da zusammen erlebt, Junge? Wir waren gestern so ein bisschen Einweihungsparty machen. Bei uns beiden ging es bis 5 Uhr. Es wurden wundervolle Gespräche geführt, Herr Ulrich. Ihr seid wann ins Bett? 3, 4. Auf jeden Fall, ich bin hart verpennt und ich bin auch ein bisschen krank. Und ich kann auch gar nichts, muss man auch dazu sagen. Ich kann halt wirklich auch gar nichts. Das heißt, Passi ist, glaube ich, der Einzige, der irgendwas kann. Manus, kannst du irgendwas? Absolut. Passi? Freut sich, oder? Seid ihr eigentlich entschlossen, dass der Tisch da bleiben soll? Weil ich weiß ja immer noch nicht, ob das nicht geiler wäre, wenn der da hinten wäre. Wir dachten halt, das wäre da cooler, weil man dann hier wirklich mehr so ein Living Room Area hat. Und nicht die ganze Zeit immer, wenn man hier an der Küche steht, so auf den Schreibtisch guckt. So. Okay, wir haben uns auf jeden Fall dazu entschieden, das mal auszuprobieren, das darüber zu stellen. Was sind das jetzt eigentlich die Mission? Also wollen wir jetzt die Tische dann einfach irgendwie so. Ich stelle jetzt einfach. Ich check's nicht. Rechner rechnet gerade weiter. Was ihr auch wissen müsst, Leute, Marius gerade an seinem Computer so ein absolut heftiges Projekt irgendwie am Rendern. Ist es am Rendern? Ja, es ist so ein kranker künstliche Intelligenzprozess. Genau, es ist halt so ein. Ja, genau. Mehr Deep Learning Algorithmus. Genau. Du hast eine Autogrammkarte von Jules Verne. Ja, Mann. Der ist richtig stolz auf meinen Stolz, da sitzt das. Die ist immer an meinem Arbeitsplatz. Ja. Als Motivation. Aber hast du die quasi bekommen, bevor du angefangen hast? Nein, das war so. Das war so dumm. Die Autogrammkarte von Julian Bär muss auf den Tisch bleiben. So, warte. Komm ich jetzt gegen die Wand oder was? Komm ja, einer guckt raus. Ach so. Schotter. Das ist mein Rechter. Ja, macht, Sie können ja Ehrenstein-Papier machen. Oh, stimmt. Ehrenstein-Papier. Komm. Passi, komm jetzt her. Wir machen Ehrenstein-Papier. Du kannst dich nicht wehren. Doch, kann ich. Das wirst du sehen. Nee. Nein. Halt, stopp. Scheiße. Das ist eine Walze, ignoriert alles. Scheiße, der kommt nicht mehr raus. Okay. Wir müssen gucken, dass das Video nicht entmonetarisiert wird, weil du die ganze Zeit dein Ass in die Kamera hältst. Oh, kannst du so nicht machen. Wir wissen auch, was das nicht entmonetarisiert wird, weil wir die ganze Zeit fluchen und wenn du piepst neuerdings, kannst du auch wegen dem Piepsen entmonetarisiert werden. Das heißt, Henrik, nimm diesen SpongeBob denn. Okay, das ist, glaube ich, jetzt mal die ultimative Community-Frage. Was soll der Sound sein fürs Piepsen? Als ob so immer so über den Fluss oder je wieder so. Ja, fick mal du. Ich persönlich wäre volle Kanne für einfach so ein. Aber das ist voll geil, mehrstimmig einfach gesungen ist. Ja. Boah, also ich muss sagen, ich finde das irgendwie cool. Du bist auch nicht so schlecht, wie ich dachte, um nett zu sein. Dann ist ja nur die Sache, die. Es ist eigentlich echt nur Passi, der da nach draußen guckt. Und ich habe hier voll wenig Platz. Hier so ein kleiner Esstisch fände ich schon nice. Das heißt, da kommt so ein Holztisch. Meinst du nicht eher so ein Tisch aus Papier wäre nice? Oder? Papier, ja. Origami, ich kann Origami falten. Finde ich auch gut. Ja, also kaufen so ein bisschen A1-Papier und dann falte ich so.
Ja, oder wir bauen den irgendwie so aus Delfinfleisch. Ich fand's nicht geschmacklos. Bisschen nussig irgendwie. Und dann macht jetzt die Fahrrad. Ja, wir machen die Fahrrad. Das ist das Zeitpunkt, ja. Und das hängt man an die Wand? Das hängt man an die Wand. Mhm. Das klingt kritisch. Das klingt nach Bohren und Dübeln. Digga, das klingt nach Passi, macht alles allein. Weiß ich, oder? Hm? Wir müssen heute nochmal zum Baumarkt. Nö. Bis 20 Uhr hat er auf. Ab in den Baumarkt. Aus Effizienzgründen. Time ist jetzt auf. Ups, du und ich gehen in den Baumarkt. Jungs, ich überlasse euch beiden die Regie über dieses Video. Und vor allem die Arbeit mit dem Bohren. Die Arbeit mit dem Bohren lasse ich passieren. Achso. Weiß ich, oder? Hm? Hä? Was machst du da gerade? Hey, das ist die Couchhöhe. Oder welche Höhe meinst du von der Couch? Die Abstand zum Boden. Ja, das war doch auch der Abstand vom Boden. Ich habe genau dasselbe gemessen. Du hast so gemessen? Ja, weil ich jetzt hier weiß, dass hier die Höhe von der Couch ist. Oh, machst du einfach auf die Wand drauf? Natürlich. Sachbeschädigung. Sehe ich gar nicht an. Sag das dem Richter. Sie sind verurteilt wegen Sachbeschädigung. Sehe ich gar nicht an. Sie gehen in den Knast. Sehe ich gar nicht an. Ist das schon an? Ja, jetzt ist schon. Alter, bring mich nicht um. Ja, kannst du hier so Laser reinmachen. Wenn du das jetzt nicht gemacht hast, sah es ganz schön doof aus. Hier einfach reinbohren? Ja. Was musst du so beachten? Einfach ein Loch bohren. Du sagst das so einfach, wenn es jetzt gleich kaputt ist, sag nicht, ich hab dich nicht gefragt. Vielleicht gut festhalten, wenn ein Tipp. Hier? Ja, wo die Markierung ist. Ja, das sind zwei. Linke. Also nicht das Kreuz, sondern das... Ja. Okay. Brauchen wir nicht irgendwie so ein Ding, dass wir nicht in den Kabel reinbauen, dann machen wir einfach YOLO. Ja, das hat schon was. Ja. Willst du auch noch ein Loch bohren, Simon? Ja. Boah. Tschüss, Digga, das war wieder hart. Aber geil. Okay, tschüss. Was machen wir jetzt? Das Ding an der Wand hängen, Junge. Ja, ich weiß, aber wie? Anheben. Weiter. Das ist so maximal dumm. Aber es funktioniert. Ich bin beim Loch. Erste hängt. Ja, zweite kommt gerade nicht mehr an die Wand. Aber ich habe mir noch ein bisschen vier Kabel. Dann mach ich das erste nochmal locker. Oh, ich hab's vor zwei Minuten noch gesagt. Sind das nicht viele Kabel? Nein, nein, Kabel. Das passt schon. Ich glaube, wir nehmen echt alle Kabel nochmal ab. Das passt schon. Dann alles runter. Massiv schief. So muss es gehen, oder? Ja. Das ist eh gleich wieder locker. Ich will jetzt erstmal alles anschrauben. Heute erste WG-Einrichtungsgame. Ich bin jetzt erstmal mit meinem Obst, der heute zu Gast ist, einkaufen, während die Jungs daheim am Bohren sind. Jungs, wehe, ihr macht die Wohnung kaputt. Am Kack. Das Ding so aus der Hand fällt. Ist der Wohnung im Arsch. Alles gut? Ja. Los, Bohren schon! Also willst du erst den Fernseher anbauen, bevor wir verkabeln? Ja. Das ist Musik in meinen Ohren. Hilfe! Ja. Firma? Ja. Sorry, Nachbarn. Das ist unnötig. Ich dachte, das wäre mir auch spektakulärer. Problem, wenn man 10er Dübel will, aber wenn man einen Bohrer hat. Scheiße. Haben wir keinen Dickeren? Nein. Oh. War das letztes Mal auch schon so? Ja, riecht immer so ein bisschen verbrannt, ja. Schau mal, wann sie mir. Wer weiß, was du damit gemacht hast, Alter. Jetzt die Werbung! So rum. So rum. Logischerweise. Ja, ich war gerade unsicher. Das war's. Ja. Jetzt hält er. Ja. Aber so ist er mittig. Dann gucken wir eh bei Beamer. Passt unser neuer Gefrierschrank in den Smartkofferraum? Safe nicht. Doch, 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 das sieht eigentlich ganz weiß aus. Okay. Happy, aber. Und. Es ist wieder mal ab. Nein. Quick Math, away. Oh, Digga. Genius. Digga. Er ist dafür gemacht. Digga, dafür gemacht. Er ist auch so crazy. Beamer, Leinwand, Passi.
Schöner Tanz. Mach das nochmal. Jetzt mehr Groove. Diese Leine muss da oben hin. Brauchst du einen Stift? Einen Stift brauchst du auch noch. Zum Arsch. Nee, das war dein Arsch. Machen wir mal, Augenmaß. Kommt zu 10 cm, hier kommt wohl noch hin. So. Wenn das gleich nicht passt, ne? Weil wir keine Leiter haben, benutzen wir so einen Schreibtisch. Soll ich den festhalten, ne? Ich weiß noch nicht. So, an der Decke arbeiten ist immer scheiße. Oh, Baby, komm nach Ah! Boah, ich bin dir fast runtergefallen. Es ist mir egal, wenn du dein Herz verlierst. Hast du jetzt die Decke dreckig gemacht? Einmal Level 5000 Decke putzen. Ui! Aber er hat einen falschen Bohrer genommen. Anfänger. Ich hab grad probiert, mit dem Holzbohrer in die Decke zu bohren. Jetzt aber. Komm, stopfst du mich so wirklich rein? Ich hab eine Stahlbetondecke, Alter. Rast dich aus. Dann können wir die Spitzhacke holen. Ein Dübel gegeben, ja. Dass der schon reinpasst. Oh, nö. Stahlbohrer. Allgemeine Frage. Reichen diese kleinen Dübel auch für den Beamer? Nee. Ja, ein Loch. Mega fett. Und hier kommt der Gefrierschrank. Boah, ich hab's Gefühl, über diesen Act von den Gefrierschrank kaufen bin ich 600% Geschenker geworden. Ne? Echt? Digga, ich muss mich jetzt erstmal drop dead ins Bett legen. Hält's? Wir haben uns eigentlich einen Whitescreen. Haben wir schon immer. Das ist mir nie aufgefallen. Perfekt. Next up, die Kästen. Simon! Man kann voll geil dazu singen. Ich fand's gut. So kann man einen Daumen nach oben für geben, auf Ehrenbasis. Will ich nicht auf eine Ebene. Genau, ich will auch das Bett zu allem. Ja, das ist super. Unsere Nachbarn lieben uns jetzt schon richtig, Alter. Wir haben den ganzen Tag gebohrt. Den ganzen Tag gebohrt. Wir haben jetzt gleich 20 Uhr. Wir müssen unbedingt auf den Beamer gucken. Schaffen wir nicht. Schnell! Wie viel Zeit haben wir noch? 23 Minuten. Der zeigt gerade alles. Ist mir egal, wir müssen den Beamer noch wechseln. Ich glaube, Digga, wenn ich das so beurteilen kann, glaube ich, dass das Ding hat verzogen. Schau mal. Das kann auch sein, ja. Wahrscheinlich hat Marius den aufgebaut. Ich kann halt gar nichts. Ja, aber irgendwie so. So. Nee, nicht so. So. Sieht es gerade aus, Simon? Ja. Auf jeden Fall gerade ist das Rote. Also, du siehst diese zweite Markierung hin, Alter. Schnell, umgekehrt. Ne, Mann, Junge. Ja, das war maximal stark gerade. Rechte Hand ein bisschen nach oben, Marius. Bisschen wieder nach unten. Ja, bisschen wieder nach oben. Bisschen wieder nach unten. Bisschen wieder nach oben. Bisschen wieder nach unten. Bisschen wieder nach oben. Rechte Hand ein bisschen nach oben, Marius. Ja. Ach lol, jetzt hängt die ganze Deckenhalterung schon vom Beamer. Das heißt, wir können gleich eine fette Movie-Night machen, oder? Wir können ungeklickt gucken. Digga, ich liebe das. Passiert hier ist noch so eine komplett Secret-Linie gebaut, wo das Kabel drin versteckt ist. Und dann haben wir hier die absolut sexy TV-Wand mit Manopas Kopf davor. Okay. Die Arbeitsecke da in dem Raum finde ich auf jeden Fall auch viel geiler. Wir müssen jetzt noch überlegen, was in die Ecke dann nachher hinkommt. Und ja, dann würde ich sagen, let's chill 1 round. Yeah! It's alive! Marius, du bist auf jeden Fall der größte Ehrenmann, weil du hast das alles verbracht, deswegen kriegst du das erste Stück. Oder hast du mehr Bock auf Spinach? Ich war schon wieder Marius. Oh ja, Spinach, geil. Ein dickes High Five, dass wir es geschafft haben. Wunderschön, jetzt wird erstmal ein dickes Getür. Mal auf Arzt, ich bin auf jeden Fall auch am meisten. Also, vielen herzlichen Dank. Geil, Leute. Das ist so heil, ne? Tschüss. Okay, tschüss. Oh, ja. Cool, das heißt. Achso, jetzt hört mir noch so ein paar Shots. Ah ja, jetzt seht ihr mich auch. Okay.